Servus und hallo, mein Name ist Roland Elias und herzlich willkommen zu Steuern mit Kopf. Steuern spart, wer Steuern plant. Im heutigen Video geht es um das Ausfüllen der Einnahmenüberschussrechnung mit einer Steuersoftware. Das zeige ich dir jetzt im Video. Viel Spaß beim Zuschauen. Wie immer natürlich vorab der kleine Transparenzhinweis, der Link unten in der Infobox ist ein sogenannter Affiliate-Link. Das heißt, wenn du dich darüber bei Smartsteuer anmeldest, dann erhalten Kolja und ich dafür eine Provision. Es ist aber natürlich auch so, dass dir hierüber keine weiteren Kosten entstehen, sondern dass wir hier lediglich sozusagen am Umsatz von Smartsteuer beteiligt werden. Der Grund, warum ich Smartsteuer gewählt habe, ist, weil es meines Erachtens der einzige Anbieter ist, der die Kombination von einer Überschussrechnung und das Ganze auch steuerlich einfach verständlich sehr gut rübergebracht hat. Und dementsprechend springen wir natürlich jetzt gleich wieder an meinen Computer und dort füllen wir jetzt ganz schnell die Einnahmenüberschussrechnung aus, damit du weißt, wie das funktioniert. Wir sind jetzt hier bei mir am Desktop und du siehst natürlich auch schon den Punkt hier ganz links, die Einkünfte von steuerpflichtigen Ehemann. Es ist so, dass natürlich hier du jede Einkunftsart auswählen kannst. Ich lasse jetzt auch hier, wie gesagt, das Lebenswelt, persönliche Angaben und Kinder weg, weil das natürlich für die Einnahmenüberschussrechnung jetzt nicht relevant ist. Wir kommen aber hier natürlich jetzt hier zum Gewerbebetrieb, selbstständige Arbeit oder eben Land- und Forstwirtschaft, wo ja die Einnahmenüberschussrechnung relevant werden würde. Wir sind in unserem Fall jetzt ein Gewerbebetrieb und das ziehen wir natürlich jetzt auch dann durch. Du siehst natürlich hier immer wieder sehr viele Infos oben mit dabei, die wie gesagt hier natürlich entscheidend sein können, weil da wie gesagt dann doch hin und wieder mal ein paar Angaben sind, die für dich relevant werden. Ich werde in diesem Video das wirklich kurz halten, weil ich dir nämlich zeigen will, wie schnell du so eine Einnahmenüberschussrechnung selbst erstellen kannst. Das heißt, wenn an der einen oder anderen Stelle ein paar Infos fehlen, dann ganz einfach nur mal hier auf die jeweiligen Verlinkungen oder auf Steuern mit Kopf schauen. Dort habe ich schon alles andere sehr ausführlich erwähnt. Aber ich möchte, wie gesagt, dir hier schnell zeigen, wie schnell die Einnahmenüberschussrechnung mit Smartsteuern ausgefüllt werden kann. Wir sind jetzt hier wieder beim nächsten Punkt und es geht natürlich hier um die Frage Einnahmenüberschussrechnung, Gewinnerzielung Einzelunternehmer und natürlich hier gesonderte Feststellung oder bei einer Personengesellschaft als Mitunternehmer. Wir gehen hier weiter. Du siehst hier auch rechts immer diese ganzen Informationen, aber die gehen wir jetzt nicht im Detail durch. Kommen wir also jetzt zur Bezeichnung des Gewerbebetriebs. Wir nennen das natürlich jetzt mal hier Muster und die Rechtsform ist natürlich ein Einzelunternehmen. Das geht natürlich dann weiter hier Erstellung Einnahmenüberschussrechnung. Was wollen wir machen oder für die Photovoltaikanlage? Oder auch wir haben bereits eine erstellt oder eine formlose Gewinnermittlung. Kleiner Hinweis und zwar ab 2017 ist die formlose Gewinnermittlung nicht mehr möglich. Das ist wie gesagt hier die Erstellung der Einnahmenüberschussrechnung ganz normal. Was bedeutet Einnahmenüberschussrechnung? Einnahmenüberschussrechnung bedeutet die Gegenüberstellung der Einnahmen gegenüber der Betriebsausgaben. Steuerpflichtig ist am Ende der Gewinn nach § 4 Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes. Deswegen auch § 4 Absatz 3 Rechner. Kommen wir jetzt wie gesagt zur Erstellung der Einnahmenüberschussrechnung. Das geht relativ schnell und das möchte ich dir auch zeigen. Wir haben jetzt hier natürlich unseren Musterfall wieder. Vorname ist natürlich hier Otto. Und natürlich, wir haben hier unsere Musterstraße 123. Ort ist natürlich die Musterstadt und natürlich das Land ist natürlich das Bayernland. Der Art ist natürlich hier ein Mustervertrieb. Das kann natürlich alles Mögliche sein, aber wir sind jetzt im Vertrieb, haben das ganze Jahr die Einkommensteuer bzw. die Einnahmen gehabt bzw. unsere Einnahmenüberschussrechnung und dann gehen wir schon zum nächsten Punkt. Den überspringe ich aber jetzt, das geht hier ums Finanzamt, weil da braucht man natürlich Steuernummer und so weiter. Ansonsten, wenn die Steuernummer falsch ist und nicht zum Finanzamt zusammenpasst, dann motzt das System und dementsprechend haben wir hier dann ein paar rote Punkte drin. Wir haben hier auch die Möglichkeit, eine Formularerfassung anhand der Formulare ganz einfach durchzuführen, wobei man sagen muss, wenn man das macht, gibt es hier natürlich den Hinweis, dass natürlich hier diese Daten nicht immer übertragen werden. Und das wollen wir natürlich nicht, denn wir wollen natürlich alles auf einmal machen, dementsprechend hier einfach auf detaillierte Einnahmenüberschussrechnung. Dann haben wir hier umsatzsteuerpflichtige Einnahmen. Wir sind Ist-Versteuerer. Was der Unterschied zwischen Ist- und Soll-Versteuerung ist, das verlinke ich dir hier in einem Video. Aber ansonsten haben wir natürlich sonst keine weiteren Besonderheiten, Dauerfristverlängerung und sonstiges.
Wir kommen dann jetzt zu den weiteren Daten des Unternehmens. Wir brauchen natürlich eine Gewerbesteuererklärung, weil wir ja gewerblich tätig sind. Wir haben hier eine Umsatzsteuererklärung, weil wir natürlich umsatzsteuerpflichtige Umsätze ausführen. Kommen wir jetzt natürlich zu dem Punkt der Feststellungserklärungen. Wenn, wie gesagt, Wohnsitz und Betriebsfinanzamt gleich sind, dann fällt das natürlich weg. Im anderen Fall müsste man das hierüber erledigen. Die Gewerbesteuererklärung erstellen wir hier natürlich auch. Wir haben hier auch keinen anderen Empfangsbevollmächtigten, haben hier auch keinen Gewerbeverlust, der in den letzten Jahren entstanden ist. Und der Hebesatz beträgt 400%, das ist ja der Bundesdurchschnitt. Wenn du einen anderen Hebesatz hast, das kannst du auf der Seite deiner Gemeinde ganz einfach feststellen, dann ganz einfach dort diese Daten eintragen. Weitere Sachverhalte müssen wir nicht berücksichtigen, kommen wir zum Anlagevermögen. Hier, wie gesagt, ganz schnell das geringwertige Wirtschaftsgut und natürlich auch das bewegliche Anlagevermögen. Unbewegliches, wie zum Beispiel Grundvermögen, immaterielle Wirtschaftsgüter, Finanzanlagen oder Umlaufvermögen, haben wir nicht. Dann haben wir natürlich ein bewegliches Wirtschaftsgut, das wir jetzt hier mal einfach probehalber erfassen. Da ist es so, wir haben jetzt hier in unserem Fall haben wir einen Laptop. Diesen haben wir am 2.1.2017 angeschafft. Das ist natürlich dann hier, muss man natürlich das Wirtschaftsgut angeben, weil natürlich, wenn man das angibt, dann kann man hier auch gleich die Abschreibedauer mit dazu nehmen. Wir haben uns natürlich jetzt hier doch mal etwas gegönnt, und zwar haben wir hier für 3.750 Euro plus Mehrwertsteuer sozusagen einen Laptop gegönnt, und zwar am 2.1.2017. Und was war es natürlich? Es war ein MacBook Pro, weil wir natürlich hier doch sehr gut aufgestellt sein wollen. Dann sind wir natürlich hier mit der Bankbezahlung dabei, und das war's dann im Grunde. Du kannst hier im Grunde jede Position ganz einfach weiter eintragen, und dementsprechend, es ist vollständig einfach und simpel aufgebaut und dann hier eben, wie gesagt, auf OK. Wenn wir dann hier auf OK gehen, dann wirst du jetzt hier oben gleich sehen, der Gewinn ist jetzt grün markiert, und wenn ich jetzt hier auf Weiter gehe, dann passiert was? Genau richtig, die Abschreibung, ein Drittel wird hier abgezogen. Dann haben wir hier natürlich noch die Frage, weitere Zugänge, zum Beispiel Wirtschaftsgüter, die sozusagen zugegangen sind, bewegliche Wirtschaftsgüter oder eben auch andere Positionen. Zum Beispiel, wenn du deinen Rechner selbst zusammenstellst, dann besteht der aus Grafikkarte, Mainboard, Gehäuse und sonstiges. Am Ende ist das ein Wirtschaftsgut, da kannst du, wie gesagt, dann weitere Zugänge, wenn du zum Beispiel die Grafikkarte austauschst, das Ganze einfach nacherfassen. Ein IAB hatten wir jetzt in unserem Fall nicht, Sonderabschreibungen auch nicht, und das Wirtschaftsgut wurde auch nicht veräußert. Dementsprechend gehen wir jetzt einfach hier auf Weiter. Wir haben jetzt natürlich hier ein GWG, und hier siehst du schon den Unterschied, und zwar einmal Sammelposten oder Sofortabschreibung. Der Einfachheit halber bleiben wir jetzt bei der Sofortabschreibung. Sammelposten heißt die Abschreibung über 5 Jahre, Sofortabschreibung sofort im Jahr der Anschaffung. Wir haben uns hier ein Wirtschaftsgut, ein GWG gegönnt, und zwar ein Smartphone. Und zwar hier natürlich ein iPhone. Das war ein iPhone 5, das war ein gebrauchtes, das haben wir uns angeschafft am 1. bzw. am 2. Mai 2017. Hier in der Tabelle erfassen wir ganz einfach hier jetzt mal die 4.467 Euro, weil die GWG-Grenze ist ja eine Nettogrenze, und dementsprechend muss man das natürlich dann auch hier alles korrekt eintragen. Es war ein iPhone 5, das tragen wir hier ein. Das haben wir aber diesmal bar bezahlt, und dementsprechend sind wir auch hier schon wieder fertig. Wie du siehst, es ist sehr, sehr einfach, hier alles auszufüllen. Und deswegen, wenn du auf Weiter klickst, was siehst du? Der Verlust erhöht sich, und zwar um die Höhe der GWGs. Das Wirtschaftsgut ist nicht ausgeschieden und es ist nichts weiteres zugegangen. Dementsprechend sind wir auch fertig. Wenn wir im Vorjahr einen Sammelposten hatten, dann können wir hier diesen Wert eintragen. Das ist ja, wie gesagt, auch relativ leicht und einfach zu erledigen. Bei den Vorauszahlungen sind wir jetzt hier im Rahmen der Umsatzsteuervorauszahlungen und der Gewerbesteuervorauszahlungen. Bei der Umsatzsteuer natürlich, das ist eine Betriebsausgabe. Die Gewerbesteuer ist keine Betriebsausgabe. Das heißt, sie wird zwar handelsrechtlich als Betriebsausgabe gesehen, wird aber nach § 4 Absatz 5b des Einkommensteuergesetzes den Gewinn wieder hinzugerechnet. Dementsprechend, wir hatten aber keine Vorauszahlungen oder Ähnliches, dann geht's weiter. Kommen wir jetzt also hier zu der Summe der Einnahmen, und zwar ist es so, ich möchte jetzt hier bloß in der Kürze zeigen, wie schnell das geht. Die Tabellenerfassung sieht genauso aus wie beim Anlagevermögen. Bei der Summe ist das doch ein bisschen anders. Hier kommt man ganz einfach rein und trägt dann die Jahressumme ein. Das heißt, du kannst auch hier deine Jahreseinnahmen ganz einfach erfassen oder halt das Ganze detailliert. Wir machen es jetzt als Jahressumme. Dann kommen wir auch noch zu den Nutzungsentnahmen, die natürlich auch dabei sind, weil wir ja ein Telefon im Betriebsvermögen haben. Dementsprechend wird es natürlich auch alles so eingetragen. Ich habe das jetzt
jetzt schon mal hier vorab eingetragen, das sind 12.000 Euro Umsatz, den wir im Jahr 2017 hatten. 12.000 Euro mit 19%, 0 Euro mit 7% und steuerfreie Einnahmen hatten wir auch nicht. Dann hatten wir jetzt hier natürlich eine private Nutzung. Ich mache jetzt mal hier diese 23,80 sozusagen als Pauschale. Das sind aber wie gesagt in der Summe 385,60 Euro. Du kannst es natürlich auch hier wieder als Summenerfassung bzw. als Einzelerfassung durchgehen. Das lassen wir jetzt aber weg. Einen PKW hatten wir nicht. Hier natürlich der ganze Verweis auf 1%-Regel, 30 Cent und sonstiges. Aber das haben wir, wie gesagt, nicht. Dementsprechend lassen wir das jetzt auch weg. Dann kommen wir, wie gesagt, zu den Ausgaben. Hier haben wir natürlich alles mögliche. Verpflegungsmehraufwendung, doppelter Haushalt, Arbeitszimmer und sonstiges. Das kannst du natürlich mit angeben, wenn das bei dir der Fall ist. Wenn nicht, du aber natürlich andere Ausgaben hast, dann gehen wir hier auf die Tabellenerfassung. Da machen wir es nämlich jetzt einfach so, wir haben hier 1200 Euro natürlich, wieder inklusive Umsatzsteuer, unsere Telekommunikationskosten, hier machen wir die 1 und das wurde, sagen wir mal, in Summe erfasst am 31.12.2017 und dann machen wir hier Telefon oder machen wir ja, Telefondienstleistung. Das Ganze wird natürlich bei der Telefondienstleistung mit der Bank gezahlt und dann gehen wir weiter. Dann hatten wir natürlich noch weitere 595 Euro, die trage ich jetzt auch noch hier ein, die natürlich auch wieder inklusive Umsatzsteuer und das waren Werbekosten. Hier machen wir Beleg Nummer 2 und natürlich auch wieder am 31.12.2017. Hier machen wir einfach Werbung und das ist, wie gesagt, das kann alles möglich sein, es kann Facebook, Google oder sonstiges sein, das natürlich auch über die Bank bezahlt. Dann haben wir weitere Kosten, zum Beispiel 238 Euro, zum Beispiel hier mit ohne Umsatzsteuer. Denn es gibt ja auch noch Versicherungen. Hier ist es so, diese Versicherungen können natürlich auch abgesetzt werden. Die werden auch am 31.12. bezahlt und hier zum Beispiel Betriebshaftpflicht. Natürlich das Ganze auch wieder mit der Bank bezahlt und du siehst schon, wie das ganz einfach weitergeht. Dementsprechend auf OK. Und wenn man jetzt hier oben auf Weiter geht, dann siehst du jetzt schon, unser Gewinn verändert sich wieder. Das war im Grunde jetzt schon der, sag ich mal, der meiste Fall, wie das ganz einfach abgewickelt wird. Und zwar, wir kommen jetzt bloß zu Privatentnahmen, Privateinlagen, aber das weißt du im Grunde selber. Wenn du Geld eingezahlt hast ins Unternehmen, auf Deutsch, oder entnommen hast, dann musst du das natürlich hier sozusagen dann ganz einfach mit eintragen. Und das war es dann im Grunde auch schon, wie gesagt, denn hier kommen dann bloß noch Rücklagen, Auflösungen, Übertragung von stillen Reserven, also 6c und so weiter. Kommt natürlich auch noch ein ausführliches Video hier auf diesem Channel. Aber das war die Einnahmenüberschussrechnung ganz schnell und einfach mit einer Steuersoftware. Zum Abschluss zeige ich euch noch die Auswertung, die hier vorhanden ist. Ihr habt hier, wie gesagt, dann alle Auswertungen ganz einfach zur Verfügung gestellt. Smartcheck. Wir haben natürlich nicht alle Daten eingetragen, deswegen ist auch hier diese Mitteilung vorhanden. Ich wollte das natürlich nur mal zeigen, wie schnell das hier funktioniert. Wir gehen zur Gewinnermittlung runter. Da seht ihr schon die ganzen Betriebseinnahmen und natürlich hier auch Brutto-Netto-Aufteilung, die Betriebsausgaben mit Abschreibungen, Beträge, Gebühren und sonstiges und am Ende den Gewinn. Das war es im Grunde auch schon, wie gesagt, mit der Einnahmenüberschussrechnung der Gewinnermittlung von Smartsteuern. Also du weißt jetzt halt, warum ich Smartsteuern gewählt habe. Die Software ist super einfach zu bedienen. Jeder kann damit eine Einnahmenüberschussrechnung erstellen für sein eigenes Gewerbe. Wir haben jetzt auch noch weggelassen den Kleinunternehmer, da gibt es auch eine extra Anlage dafür, aber wie gesagt, das werden wir dann stückchenweise alles noch nachholen. Bald kommt dann auch der ultimative Software-Test und dementsprechend, ja, da ist dann alles abgedeckt. Das Video hat jetzt, glaube ich, 10-15 Minuten gedauert, das heißt, so schnell kannst auch du eine Einnahmenüberschussrechnung erstellen. Mit Smartsteuern geht das, wie gesagt, super einfach. Den Link dazu findest du unten in der Infobox. Da ist es natürlich so, das ist ein Affiliate-Link. Das heißt, wenn du dich darüber bei Smartsteuer anmeldest, dann verdienen Kolja und ich natürlich hier eine kleine Provision. Da ist es natürlich so, sonst können wir uns laufend nicht Licht, Ton und Bild leisten, weil natürlich diese Hardware auch ihre Kosten hat. Aber wie gesagt, es entstehen dadurch für dich keine weiteren Kosten. Du hast hier den Preis natürlich 24,99 ab dem VZ 2016. Die Software ist natürlich günstiger als der Steuerberater und dementsprechend vor allem für die Einsteiger ist das relativ sinnvoll. Solltest du weitere Fragen haben, Kritik, Anregungen oder sonstiges, dann ab damit unten in die Kommentare. Wenn du das erste Mal auf Steuern mit Kopf bist, dann natürlich auf Abonnieren klicken und wir sehen uns beim nächsten Mal. Mein Name ist Roland Elias und das war Steuern mit Kopf. Steuern spart, wer Steuern plant.